Hey! Hallo! Hi! Hi! Hier spricht Anni von der Band Baked Cat aus Hamburg und ihr seid beim Kulturpodcast Nummer 1. Are you ready? Oh yeah, wir lieben Astra! Astra Colada! Oh, wir lieben Astra! Astra Colada! Das ist der Kulturpodcast Nummer 1 und wir sind Baked Cat und ihr wollt nichts verpassen. Oh yeah, wir lieben Astra. Oh yeah, wir lieben Astra Colada. Let's go. Whoa, I just got scared. I've been locked up for so long and I didn't want to be merged with a cough. I said it there, now we all know the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again. Heidi ho, der Hobel läuft. Wir haben heute wieder Donnerstag und wir befinden uns in einer Zeitschlafe. Zeitschleife. Bei der Astra-Stube ist schon wieder die Hölle los. Wir befinden uns in einer Zeitschleife, weil wir letzte Woche ja schon mit Johannes Oerding ein kleines Techtelmechtel hatten. Jetzt heute ein Techtelmechtel haben mit einer wunderschönen Künstlerin, die heißt Derry. Aber Daniel Hötmann ja nächste Woche eigentlich in den Urlaub will. Das heißt, eigentlich in der Woche, wenn ihr den Podcast hört, legt sich Daniel Hötmann schon sein Handtuch auf irgendeinen Strandkorb und sagt, das ist meiner für 4 Tage. Ich hab ja auch so ein Badetuch mit meinem Gesicht drauf. Weißt du, dieses Ding, was wir auf dem Club Award hatten, mein Gesicht auf einem Stab, wo drauf steht halt die Fresse. Das habe ich als Badetuch und das lege ich immer in den Strandkorb direkt rein, so dass da auch keiner rangeht. Mit so einem gestickten Daniel Hötmann vorne drauf. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ah, dieser Platz gehört Daniel Hötmann. Das wissen die in Büsum aber alle schon. Du bist ja auch in einer Beziehung. Habt ihr auch in einer Beziehung diese T-Shirts, wo halt auch... Auf keinen Fall, Alter. ...man sich das Gesicht des jeweilig anderen einen Partner drauf macht? Nein? Auf keinen Fall. Meine Freundin hat einmal, ich will nicht sagen, dass sie den Fehler gemacht hat, weil das war echt süß eigentlich, hat sie mir zum Geburtstag ein T-Shirt geschenkt, wo Cat Dad drauf stand. Und das trage ich ab und zu zum Schlafen. So, ehrlich, aber, ich würde es total cool finden, wenn du gleich zur ersten Veranstaltung der Astra-Stube hier wieder mit dem Cat Dad. Geil, Cat Dad ist mega gut. Cat Dad, das ist mein neuer Lieblingsname. Was ist denn heute los, ey? Spitzname. So heißt nämlich auch die heutige Folge. Cat Dad. Also, für euch ist es wahrscheinlich jetzt gerade so. Ihr wart alle richtig hart shoppen. Ihr wart alle so hart shoppen, weil ihr wochenlang, monatelang nicht shoppen konntet. Das Einzige, was euch im Kopf rumschwirrt, war, boah, ich muss zu H&M, ich hab keine Boxershorts mehr. So sieht's nämlich aus. Wenn man jetzt halt die jetzige Geschwindigkeit sieht, mit dem alles wieder geöffnet wird, ist das denn so, wenn ihr diesen Podcast halt schon hört, dürfen wahrscheinlich alle Clubs halt wieder aufmachen. Nee, dann ist schon alles wieder zu. Weil innerhalb von 1,5 Wochen die Inzidenz wieder auf über 100 gegangen ist. Ich finde das ja schön, ne, dass wir alle in so einem positiven Vibe sind, wo wir sagen, okay, irgendwie ist ganz cool, ist ein bisschen warm, ist auch der Juli, wir haben ein gutes Gefühl, die Zahlen gehen runter, lass uns doch mal alles aufmachen. Ja. Lass uns auch das Schulsystem halt einfach nochmal neu reformieren, ja. Während sie halt noch vor 3 Tagen gesagt haben, okay, wir machen es erstmal so, Wechselunterricht, die Hälfte der Klassen, ist das jetzt so nächste Woche so, oh, ach, wisst ihr was, kommt doch alle wieder. Sogar, dass die Kinder sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, in Bremen dürfen die ja sogar ohne Maske ins Klassenzimmer. Die müssen in Bremen keine Maske mehr tragen. Das kann ich jetzt, habe ich heute gelesen. In Bremen ist es so, dass die Kinder im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen. Das ist so ein bisschen, wenn die Katze aus dem Haus ist. Ist so, oder? Dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Ey. Weil jedes Bundesland überlegt sich jetzt bestimmt was anderes und es ist auf einmal so, bam, August.
Christian Drosten. Er hatte wieder recht. 200er Inzidenz in ganz Deutschland. Nee, das war halt auch so, ich habe da diese Pressekonferenz gesehen von Tschentschner und ich habe noch gedacht, so warum hat er so gute Laune? Weißt du, warum grinst er die ganze Zeit so? Und keiner, ich glaube, keiner von den ganzen Clubbetreibern und Kulturleuten hat damit gerechnet, dass er sagt, ach ja, im Übrigen, Open-Air-Veranstaltungen bis 250 Leuten sind wieder erlaubt. Ich saß vor meinem Handy, ich so, will mich gerade verarschen. Wann hast du damit eigentlich gerechnet? Normalerweise haben wir da... Im Juni. Aber Ende Juni? Nee, nicht Ende Juni. Also Anfang Juni, so 2., 3. Juni hätte ich mit der PK gerechnet, wo gesagt wird, so ey Leute, die Inzidenz sind runter, alles supi so, wir machen jetzt die Open-Air-Dinger auf. Und dann hätte ich aber auch gedacht, dass er gleich sagt, auch die ganz Großen, also halt auch Stadtpark mit 1000 Leuten und so, das ist ja noch nicht. Es ist ja nur Kulturveranstaltung bis 250 Leuten draußen, so mehr ja noch nicht. Und darum denken wir, dass bei der nächsten PK, die dann wahrscheinlich nächste Woche, also für euch da draußen jetzt diese Woche kommt, dass da dann vielleicht dann gesagt wird, so okay, die ganz großen Open Airs dürfen auch aufmachen. So, weil irgendwann muss der Stadtpark ja auch wissen, ne, mit wie vielen Leuten darf ich denn hier rechnen? Ich habe da absolut nicht mit gerechnet. Für mich keiner war, hat damit gerechnet. Also für mich war dieses Jahr irgendwie im März, April abgeschrieben. Ich hab echt gedacht, da wird nichts mehr passieren. Ich auch. Eigentlich abgeschrieben, eigentlich auch. Habe ich bis Anfang Mai noch gedacht. Und das muss man sich auch mal reinziehen, ne, wenn man halt die Zahlen halt vergleicht. Wenn wir jetzt unter einer Inzidenz von 100 liegen, dürfen wir diesen Quatsch halt veranstalten. Damals war es so, im Oktober 2020, dass bei einer Inzidenz von 50 kein Alkohol mehr verkauft werden durfte und nur die Hälfte der Gäste rein durfte. Davon wird gar nicht mehr geredet. Nee, überhaupt nicht. Aber das Alkoholverbot, was ja der Senat vorhatte tatsächlich, ist aber auf jeden Fall vom Tisch, weil die DEHOGA halt gesagt hat so, ey Leute, habt ihr was an der Waffel? Ihr könnt doch Außengastronomie und bla bla nicht ohne Alkohol machen. Also die wer? DEHOGA. Wer ist denn die HOGA? Die HOGA ist Hotel, Gastronomie, bla bla bla, Vereinigung sozusagen. Das Clubkombinat für die Gastronomen und für Hotels, glaube ich. Nö, also wenn wir jetzt hier kein Bier verkaufen dürfen, dann machen wir auch nicht auf. Ja, die werden halt dann dem Tschentschner gesagt haben, hör mal zu, mein Freund, das funktioniert so halt nicht so. Und die HOGA ist ja auch nicht irgendwer, ne? Also das ist ja auch schon eine Macht. Und ich denke schon, dass der kleine Herr Tschentschner da so ein bisschen Schiss bekommen hat, auch klagenmäßig, ne? Das ist ja auch ganz logisch. So, die hätten ja geklagt bis Gott weiß wohin. Zu Recht, weil es Bullshit ist. Tja, das heißt für mich, dass ich so gesehen am Samstag unterwegs gewesen bin und mir gesagt habe, komm, wir gehen mal in die Außengastro und ich trinke mal ein Bier im Sommersalon. Das habe ich mir nicht vorgenommen am Samstag, weil am Samstag ist, beziehungsweise für euch, war All Hands on Deck. Die Veranstaltung von Finn Kliman und den sehr verehrten Olli Schulz, wo fantastische Bands spielen wie Fury in the Slaughterhouse, Lead Fat, Finch Asozial, Bowser ist halt auch da. Antje Schomaker. Macht ja mit Bowser ein Duett, habe ich gehört. Wir machen mit Bowser ein Duett. Ja. Wir machen mit Bowser, mit Bowser mache wäre Feature. Ja, ich glaube, Antje macht mit Finch Asozial und Bowser, machen die so ein Dreier-Ding. Jetzt stoßen die an. Die stoßen richtig an. Und machen dann noch so einen Akustik-Song irgendwo oben. Das wird super. Und fallen dann betrunken von der Planke. Ja. Oder es ist schon passiert, ich weiß nicht. 22. Es ist schon passiert. Es ist schon passiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist, es ist schon passiert. Diese Veranstaltung läuft nur auf TikTok. Ich finde es interessant, warum die halt den größten Kooperationspartner da halt genommen haben, TikTok. Ja, wahrscheinlich, weil es der größte Kooperationspartner ist, den man sich halt gerade nehmen kann. Naja, besser als YouTube und besser als der ganze andere Scheiß. So, TikTok ist der angesagte Shit gerade einfach. Fertig. Ey, ich habe mir im Zuge dessen einen TikTok-Kanal gemacht, habe das aufgemacht, habe ein paar Reels von den Sachen gesehen und habe gedacht, boah, nee. Und bin wieder rausgegangen. Wie mit Clubhouse. Ja, genau. Ja, bloß, es hat keine 10 Tage gedauert, nur 10 Videos. Die sind ja zu alt für, Alter. Auch die Hälfte der Bands, die da mitspielt, ist für TikTok viel zu alt. Davon mal ganz alle viel zu alt für TikTok. Ist halt Quatsch. Ich meine, Fury in the Slaughterhouse spielen da. Und das Konzept der ganzen Show ist, wie ich das mitbekommen habe, also ich bin auch sozusagen nur als Frontsänger der Band dort und es spielt halt eine Band vor Ort. Es gibt die Hausband, die sich sozusagen 11 Tracks raufzieht, gelernt hat, Backing-Tracks, was auch immer da halt passiert. Und man spielt seine Songs über die Backing-Tracks. Genau. Und das heißt, ich habe 8 Minuten Stage-Time. Ja, du kannst ein bisschen mit Steven Gätchen kuscheln, weil der moderiert das Ganze nämlich. Ich wette, der sagt mich falsch auf. Ich hoffe, dass du ihn richtig sauer bist und sagst, hör mal du, Steven Gätchen. Nee, ich habe gesagt, wenn er sagt, ja, jetzt kommt Hauke Horreis oder Ottwil. Ja. Wenn sowas kommt, dann sage ich, danke Stefan.
Ja, finde ich gut. Oder danke, Dieter. Es war bestimmt auf jeden Fall total aufregend, total schön. Ein super Ding. Wir kommen in die Bullerei hin, da werden wir getestet. Dann fahren wir mit so einem Shuttle dorthin, dann werden wir abgeliefert, dürfen für eine Stunde ungefähr da sein. Kurz ein Bier trinken, rauf auf die Bühne, dann runter, dann noch kurz ein Bier trinken. Vielleicht irgendjemanden von den heiligen Herren wie Olli Schulz oder Finn Kliman nochmal die Hand drücken. Mit wem gehst du denn hin? Mit unserem Management. Ich wollte eigentlich dich zuerst mitnehmen. Ja, ich war ein bisschen traurig. Ja, gerade. Das tut mir leid. Ich habe nämlich auch schon angekündigt, dass ich dich mitnehme oder mit dich mitgenommen habe. Ja, ja. Aber die Veranstalter haben gesagt, sie möchten das so Corona-konform wie möglich machen. Und da du ja die meiste Zeit halt immer ohne Maske rumläufst und die Leute annießt. Ja, vollkommen richtig. Die haben Angst gehabt, dass du Finn Kliman auf die Fresse haust. Nee, die mit haben Olli Schulz' Arm werde ich Finn Kliman verprügeln. Genau, seinen bionischen Arm. Einfach abschrauben und dann die ganze Zeit auf. Du hast mich wahnsinnig gemacht in der Doku. Was er nicht kann, mache ich dann. Ich weiß nicht, wie es geworden ist. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es auch nicht so cool. Auf jeden Fall, der Sinn dahinter ist ganz toll, dass halt so viele Künstler halt for low spielen und eine große Spendenaktion machen. An wen geht das Geld überhaupt? Das habe ich noch nicht ganz nicht geschnallt. An ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von TikTok. Nein, an die Branche. An TechnikerInnen, okay. LichttechnikerInnen, Booker, ich weiß nicht, wie es verteilt wird. Das wollte ich gerade fragen, das habe ich auch nicht rausgekriegt bis jetzt tatsächlich. Es geht halt auf jeden Fall nicht an die Künstler an sich, sondern geht halt nur ans Team. Ja. Und trotzdem hat die Veranstaltung, ich habe mir das noch nicht richtig ganz so durchgelesen, vielleicht dann, wenn ihr das jetzt gerade hört, habe ich mir das durchgelesen, weil ich dann irgendwie einen Shoutout gemacht habe. Aber sie wollen es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gläsern halten. Ich meine, ist eine gute Sache, ist jetzt auch nicht so ein richtiges Streaming-Konzert, ich weiß nicht, aber wenn irgendjemand irgendwo spielt, dann bei Finn Kliman und bei Olli Schulz auf dem Hausboot für die nächste Doku. Yeah, geil. Ich find die Idee an sich, das da zu machen, total gut, weil ich das Hausboot total gut finde, weil ich auch die Idee denn da gut finde. Ich finde nur die Künstlerauswahl total beschissen. Das ist halt einfach das Ding. Ich finde, dass Bowser und Finch, gut, Finch nehme ich dann nochmal raus, weil das ist halt wirklich eine Kunstfigur. Aber Bowser, das ist einfach so, das funktioniert nicht. Das ist irgendwie so, man kann nicht Antje Schomaker auf dem Plakat tun und man kann nicht Bowser auf dem Plakat tun. Und Dann noch den Sänger von Oatville und dann irgendwie, dass Antje Schumacher nicht sagt, so, nee, finde ich kacke, ich trete nicht mehr auf oder schmeiß Bowser raus. Weil eigentlich hätte sie das ja machen müssen mit ihrem coolen Statement, was sie so hat und so. Hat sie aber nicht gemacht. Nein, weil sie gesagt hat, ich möchte das halt gerne für die Branche machen. Ja, habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ihr spielt ja auch nicht mit Böse Onkel zum Freiwild auf dem Open Air, nur um was mit der Branche zu machen. Oder für die Branche zu machen. Das ist halt so eine total bescheuerte Ausrede. Habe ich schon eigentlich erzählt, dass Kevin höchstpersönlich angefragt hat, ob wir nicht zusammen. Nein, wir gehen in die Pause und haben gleich unseren wunderbaren Gast am Start. Die hier schon steht und genau. wartet. Willst du noch irgendwas kurz auf unsere Liste packen? Auf unsere wunderschöne Nacht-Asyl-Playliste? Oder, ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Ja, siehst du, ne? Darfst du machen wir gleich. Ja, okay, wir hören uns nach der Pause. Tschüss. Hallo, 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 Anni hier von Baked Cat. Ja, ja, unser Bandname, er sorgt häufig für fragende Gesichter. Manche schmunzeln und denken an ihre letzte Hähnchenkeule. Oder war es doch Katze? Manche denken, wir sind dauernd stoned. Andere denken, sie hätten sich verhört und die meisten fragen sich einfach nur, wie kommt man auf so einen abstrusen Namen? Und damit wir das jetzt einmal offiziell klären, haben wir 3 Stories zur Auswahl. Und ihr könnt am Ende entscheiden, welche Geschichte erzählt die Wahrheit. Story Nummer 1. Wir haben uns hingesetzt und all unsere Anfangsbuchstaben vom Namen und auch jeweils vom Instrument genommen, die zusammengewürfelt, kurz drüber nachgedacht und am Ende kam Baked Cat. Story Number 2. Cook Dog, dachten wir, wäre ein richtig geiler Name. Das Problem ist, wir mögen alle keine Hunde. Und Cooked Cat, CC, das will keiner hören. Und deshalb war die Idee Baked Cat. Story Number 3. Also ich selber habe 2 Katzen und irgendwann saßen wir abends mal bei mir zu Hause. Wir hatten noch keinen Bandnamen. Wir haben ein bisschen was getrunken und ich hatte irgendwie die Idee, Leute, ich zeige euch mal, wie es ist, wenn ich den Katzen Katzengras gebe. Das ist nicht schlimm, es ist einfach nur witzig. Und dann meinten wir, yo, it's a Baked Cat. Und wir alle so, wow, geiler Bandname. Und jetzt seid ihr in der Reihe. Welche Story hat die Wahrheit erzählt? Es geht nur um die Wahrheit. Die Auflösung folgt am Ende des Podcasts. Stay tuned. Willkommen zurück. Hallo. Wir befinden uns hier in der Astra-Stube
mit Daniel Hüttmann, Hauke Horreis. Und wir sind. Du bist heute nicht so gut gelaunt, Daniel. Du bist halt. Ich habe extra den Stressball wieder mitgebracht. Ja, der bringt heute aber nicht so wirklich viel. Du bist zu, würde man sagen. Ich merke, dass du zu bist. Overdosed. So. Und weil du so zu bist, habe ich dir einen wundervollen Gast hier hingesetzt, der dich wieder öffnet, der dich sozusagen, dass du wieder open bist. Mhm. Wir haben heute einen weiblichen Gast, der so gesehen gestrandet ist in Hamburg. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Warum bist denn du in Hamburg gestrandet? Ich war am Reisen in Asien und meine Eltern wohnen hier und bin dann hier sozusagen wegen Corona hergeflogen und seitdem ein Jahr in Hamburg. Ach Quatsch, wirklich jetzt? Ja. Also für unsere Gäste erstmal, Derry ist genau. Heute bei uns zu Gast, hat Hauke gerade vergessen zu sagen. Oder er wollte es einfach noch irgendwann später einbauen, so ab Mitte des Podcasts. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich wollte gucken, ob du auf bist. Ja, echt, du bist wirklich, also Corona-mäßig dann hier gestrandet. Genau, also alle meine Sachen sind noch zu Hause in New York, mein Computer, meine Klamotten, alles. Und ich bin mit meinen Badeanzügen hier angekommen und ein Jahr später habe ich jetzt ein Album aufgenommen. Brauchst du was von Klamottenmäßiges? Oder? Wir können Aufrufe machen. So Also wenn irgendjemand noch was hat, außer Badeanzüge. Ja. Ich finde es total gut, einfach nur mit Badeanzügen nach Hamburg zu kommen, weil man, ne, dieser eine, und was machst du, wenn schönes Wetter ist in Hamburg? Ja, an dem Tag grillig. Du wohnst aber in New York. Genau. Du lebst alleine in New York. Ja. Und seit wann schon? Die letzten 8 Jahre. Was macht so ein junges Mädchen wie du denn in so einer großen Stadt wie New York? Ich wurde da geboren und meine ganze Familie ist da, also außer meine Eltern, die hier sind. Und das war dann einfach easy, zurückzuziehen nach der Schule. Wo lebst du in New York? In Brooklyn. Yeah, Hardcore Boy. Life of Agony, Biohazard, alles Brooklyn Bands. Wie ist es denn für dich, also jetzt nicht in Hamburg mehr nur Tourist zu sein, sondern jetzt hier schon eigentlich ein Teil der Stadt zu werden, nach einem Jahr? Ja. Voll die Begeisterung. Ja. Ja, komisch einfach. Es ist schon cool, neue Leute kennenzulernen und Musiker zu treffen und alles. Das ist ja alles irgendwie gut passiert für mich in dem Jahr. Ich sitze jetzt nicht irgendwie alleine die ganze Zeit zu Hause, sondern kann auch wirklich Sachen machen, Leute treffen. Das ist für die meisten Leute wahrscheinlich nicht so in der Pandemie. Von daher, ja, ganz, ganz gut. Aber ja, also ich habe hier auch als Kind gelebt und das ist dann auch komisch, wieder hier zu sein und anders und ja. Da hat es mir nicht so gefallen. deshalb dein gutes Deutsch. Ja, mein mega gutes Deutsch. Doch, du hast mega gutes Deutsch. Das ist mir im ersten Moment, als wir uns kennengelernt haben, ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, dass du keinen Dialekt. Hörst du den Dialekt? Ich höre keinen Dialekt. Ich höre auch keinen Dialekt. Echt? Nee, ja. Überhaupt nicht. Du machst dir voll die Gedanken. Für unsere Zuhörerin, die Derry hat mich gesagt, oh, mir hatte kein gutes Gefühl. Kann halt sein, dass irgendwann man die Sprache versagt. Und ich denke halt nur so, null. Also. Sprich Englisch. Und wenn du irgendwas nicht weißt, sprich Englisch. Ja, also ich kann mich einfach besser ausdrücken. Ich kann mich durch Deutsch schon quälen, aber es fühlt sich nicht so an wie ich sozusagen. Aber du bist ja hier aufgewachsen. Ja, aber okay. Ich war hier auch auf der internationalen Schule. Also ich habe alles auf Englisch und Freunde auf Englisch und also zu Hause nur Englisch. Und von daher bin ich einfach ein bisschen aus der Übung. Hättest du das Album denn in New York auch aufgenommen, was du jetzt hier aufgenommen hättest? Oh Gott, keine Ahnung, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich da geblieben, also wenn ich nicht auf diese Reise, also ich habe da ja auch gearbeitet und diesen Job gekündigt und so, von daher weiß ich nicht, würde ich vielleicht noch im Büro arbeiten oder so. Also du hast ganz, ganz normal einen Bürojob gehabt? Ja, okay. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich noch ein Album aufgenommen hätte, weil ich hatte gerade in 2019 eins rausgebracht und das ist auch eine Stunde lang und also da habe ich auch viel Zeit und alles reingesteckt. Ich glaube, da hätte ich mir eine längere Pause irgendwie geholt, aber das dritte ist auch schon geschrieben, das vierte ist auch schon geschrieben, es geht ganz schnell. Das hast du alles hier gemacht. Ja. Mit wem arbeitest du zusammen gerade? Ich nehme alles mit Felix Gerlach auf und ja, er produziert das und dann noch ein paar Gastmusiker, alle aus Hamburg. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also erst war der Moment, du durftest nicht zurück nach New York und jetzt ist der Moment, du willst eigentlich momentan noch gar nicht wieder zurück nach New York, oder? Ja, also ein Grund, warum ich hier geblieben bin letztes Jahr, ist, weil ich eine Knie- und Ellenbogen-OP hatte und das hat einfach lange gedauert, das zu heilen und dann
das war einfach gutes Timing, dann konnte ich mir die Zeit nehmen und hier ins Krankenhaus und dann zu Hause zu sein. Und genau, also ich habe jetzt nicht geplant, dass ich ein Album aufnehme oder Musiker treffe oder überhaupt hier bleibe. Ich hatte immer einen Flug verschoben, also jetzt habe ich den wieder im Juni, den verschiebe ich wieder und so geht das das ganze Jahr lang. Aber ursprünglich bin ich auch deswegen hier geblieben und dann dachte ich, ja, nehme ein bisschen auf, wenn das geht. Aber kanntest du denn schon Leute hier im Musikbusiness? Also meine Mom ist Musikerin und deshalb kenne ich ein paar Leute durch sie und sie macht hier auch Musik. Dann habe ich mit ihrem alten Schlagzeuger was aufgenommen. Dann hat sich das so ergeben, dass ich noch eine Tochter von einer Background-Sängerin meiner Mom getroffen hat, die Managerin ist. Die meinte, ich sollte Steffen Gref treffen. Und das habe ich gemacht. Wer ist denn dieser Steffen Gref? Das ist ein Produzent und Gitarrist und der hatte dann doch keine Zeit, mit mir zu arbeiten, obwohl der Lust hatte und der meinte, ich sollte dann Felix Gerlach treffen. Und so ist es entstanden, dass ich Felix getroffen habe. Und ja, alle hatten einfach Bock und Zeit und ich glaube auch ohne Pandemie wäre das gar nicht passiert, weil die sind normalerweise auf Tour und haben einfach gar keine Zeit, in Hamburg zu sein und was aufzunehmen. Und ja, jetzt hat er Zeit und Lust und das haben wir jetzt letzten Juli angefangen und hier und da, wo er so Zeit hatte, immer ein bisschen aufgenommen. Und ja, jetzt nehme ich auch eins mit Steffen auf. Und wenn du wieder zurück nach New York kommst, hast du 3 Alben. Genau. Aus Deutschland mal eben kurz, ja, so mal kurz. Corona mitgenommen. So. Ich habe Fragen vorbereitet. Okay. Diese Fragen brauchst du nur mit, habe ich oder habe ich nicht beantworten, okay? Okay. Die kommen jetzt relativ schnell und du kannst aus dem Bauch heraus entscheiden, ob du da die Wahrheit sagst oder ob du da nicht die Wahrheit sagst. Du kannst auch sagen, sage ich nicht. Das kleine Interview für zwischendurch. Teil 1. Ich habe schon mal getindert. Habe ich. Ich habe schon mal geklaut. Ja, habe ich. Ich habe Abi. Ich habe IB. Ich habe schon mal eine Frau geküsst. Habe ich. Ich habe mich schon mal geprügelt. Habe ich. Ich habe an einem Tag mehr als nur eine Person mit Zunge geküsst. Habe ich nicht. Ich habe meine komplette Gage am Abend versoffen. Habe ich nicht. Ich habe mich schon mal in eine Frau verliebt. Habe ich. Halb. Ich habe abfällig über einen Freund vor Kolleginnen gesprochen. Habe ich bestimmt irgendwann mal, ja. Ich habe schon mal die Kontrolle über mein Leben verloren. Habe ich. Ich habe ein Geschenk, das ich nicht mochte, unbenutzt weiter verschenkt. Habe ich. Ich habe über 1 Liter Bier auf Ex getrunken. Habe ich nicht. Ich habe schon mal mit einem Mann geflirtet, wissentlich, dass er vergeben ist. Habe ich nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fastfood esse. Habe ich. Ich habe mich für Musik verschuldet. Was heißt verschuldet? Verschuldet heißt, ich habe viel mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich habe. Ja, habe ich. Ich habe da eine kurze Frage. Mhm. Und zwar, ich habe mich schon mal geprügelt. Ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Du hast dich mit Hauke geprügelt, geil. Was? Nein. Nein, wir wollten uns prügeln und er hat den Ärmel seiner Jacke sofort gerissen. Ach scheiße, stimmt, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Wir hatten ein Streaming-Konzert in der Hebebühne und ich habe Alkohol getrunken und eigentlich bin ich der festen Überzeugung gewesen, dass es nur 2 Wein und dass wir dann zusammen nur eine Mische getrunken haben und vielleicht einen kurzen. Aber es war dann doch länger als gedacht, oder? Und ich war doch betrunkener als gedacht. Ja. Und wir haben uns zum Prügeln verabredet. Ja. Naja, ja, zum römischen Kurzschwert. Genau, ich wollte dir verabredet. Ich habe da so 2 römische Kurzschwerte und das mache ich halt auch als Unterricht. Man kann mal bei den Workshops machen, bei mir kann man ein römisches Kurzschwert lernen. Und ich habe der Derry das angeboten, das zu machen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Wahrscheinlich, Derry, du musst mal ein bisschen aus dir rauskommen, oder? Nein, wir haben darüber geredet und ich habe erzählt, dass ich auch lange Muay Thai gemacht habe. Und dann wollten wir uns kloppen, aber dann ist dein Ärmel gerissen und dann war das... Dann war ich ein bisschen traurig, ja, ich. Das also richtig durchgerissen. Das war Du machst Muay Thai? Genau. Wie lange schon? 10 Jahre. Nein! Was ist das? Erklär mal. Thai-Boxen. Also ach so, okay. Ja, so Street-Fighting. So Street-Fighting ist ja ganz so nebenbei. Ey. Wir müssen ja aber auch sagen, dass vor uns eine Grazile, heißt das? Grazile? Grazil finde ich sehr schön. Eine Grazile, elfengleiche Person sitzt, die, wie groß bist du? 1,70? Ja. 1,70
und du siehst halt aus, als wenn du keiner Fliege etwas zuleide tun könntest. Nein. Deshalb finde ich Muay Thai, nee. Deshalb finde ich Muay Thai ja ziemlich hart, weil Muay Thai ist auch die Kampfsportart, die du halt auch als Navy SEAL lernst. Ist es so? Mhm. Bei Muay Thai ist, du gehst nur mit dem Ellenbogen ein, oder du gehst viel mit dem Ellenbogen auf die körperwichtigen Weichteile. Ja, also viel, also Boxen und so Roundkicks, aber genau, Ellenbogen und Knie auch. Die OPs, die ich machen musste, sind meine Powerseite, Knie und Ellenbogen. Das wollte ich gerade fragen. Genau. Ach, durch Muay Thai passiert? Ja, halb, also der Meniskus war gerissen, wahrscheinlich habe ich das bei Muay Thai gemacht, weiß ich gar nicht genau, aber ich hatte auch da eine genetische, also der Meniskus war halt nicht richtig geformt, so wie er sein soll. Von daher musste der Riss raus und die Form halt neu, also der Knochen musste neu so gemacht werden. Mhm. Und Ellenbogen habe ich bestimmt beim Boxen gemacht, weil man kann sich einfach viel zu leicht verletzen. Oh, jetzt bin ich aber angefixt. Das Ding ist, ich meine, klar, sie wohnt in Brooklyn, Alter. Da würde ich das auch, aber jetzt mal ohne Flachs. Also da würde ich halt auch irgendwie, ich will mir keine Knarre kaufen, also muss ich mich dann halt irgendwie körperlich durchsetzen können. Ja, besonders als Frau ist das mega hilfreich. Ich habe nicht so Angst, einfach die Straße runter zu gehen, auch nachts und so. Also viele Frauen halten ja so ihre Schlüssel zwischen die Finger und es gibt ja halt so Tricks oder was weiß ich. Genau, davor habe ich jetzt, also ich weiß schon, dass ich mich gut da defenden kann. Ja. Das ist jetzt auch, konnte ich jetzt 2 Jahre nicht machen, von daher fühle ich mich schon wieder weniger stark, aber hoffentlich kommt das wieder. Kann man das hier nicht machen? Gibt es hier keine? Doch, kann man hier machen, aber ich meine, wegen Corona kann man das nicht, das ist schon kontaktmäßig. Klar, stimmt, ja. Wir haben ja Corona. Genau. Da war ja was. Ja. Hast du in Muay Thai angefangen, gerade wie Daniel es gesagt hat, um dich zu verteidigen, oder hast du Muay Thai auch angefangen, um auf Wettkämpfe zu gehen? Zuerst nur als Sport und als Selbstverteidigung. Ich habe das auch in Hamburg angefangen, also so Western Kickboxing habe ich hier gemacht. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingesteigert, aber wollte nie Wettkämpfe machen. Und also ich sage jetzt, dass ich mich mit jemandem geprügelt habe, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich mit jemandem geprügelt, sondern ich prügel mich aus Spaß jeden zweiten Tag mit Leuten, die auch Bock drauf haben, verprügelt zu werden. Genau, aber ich mache keine Wettkämpfe oder irgendwie echte Streetfights oder sowas. Jetzt habe ich Bock. Ja, jetzt kommt überhaupt nicht. Viel zu viel Respekt, überhaupt gar nicht, Mann. Echt nicht? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, nee. Oh! Nee. Es gab ja früher. Oh, du kennst ja gar nicht Stefan Raab in dem Sinne, oder? Kennst du noch Stefan Raab? Doch, kenne ich. Du kennst doch Stefan Raab? Ja. Früher wahrscheinlich, als du noch klein gewesen bist und ihr zusammen Stefan Raab geguckt habt. Stefan Raab hat das früher nämlich auch mal einmal gemacht. Er hat sich damals in den Boxring zusammengestellt mit der deutschen Meisterin in Boxen. Okay. Chris, stimmt. Wie heißt die? Christina Halmich? Christina Helmich? Helmich oder Halmich heißt sie, ja. Helmich oder Halmich. Stimmt. Und hat er halt einfach so mega auf die Fresse bekommen. Voll, das war voll gut. Ich habe es ihm so gegönnt. Also ich habe sie wirklich gegönnt. Alle haben sie ihm gegönnt. Aber so. Ich glaube, er hat bis zur letzten Runde durchgehalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, der hat ja auch Ehrgeiz. Ne? Da muss man ja auch mal dazu sagen. Alles, aber was der macht. Aber der hat so auf die Fresse bekommen. Der hat aber wirklich so dermaßen auf die Fresse bekommen. Alter Falter. Das war schon happig, ey. Warum gibst du was jetzt gerade nicht so im Schrödinger? So diese Wrestling-Fights. Es gibt ja einmal im Jahr, gibt es halt im Knust, glaube ich, im Grünspan, die Veranstaltung, dass da halt Wrestling ist. Rock'n'Roll Wrestling Bash. Rock'n'Roll Wrestling, das. So etwas im Schrödinger ist. Wollten Sommer. Wir ja machen, diesen Sommer, zweimal. Leider klappt das aus produktionstechnischen Gründen. Klappt das. Also ist wirklich aus produktionstechnischen Gründen, klappt das nicht. Weil in der Mitte vom Schrödingers müsste halt dann wirklich tatsächlich ein Ring aufgebaut werden. Also wirklich ein Wrestling-Ring. Und die Band, würde halt auf der Bühne spielen. In der Mitte des Schrödingers würde dann ein Ring stehen. Das würde aber so viel Plätze wegnehmen tatsächlich, dass es dann finanziell für Veranstalter wie für uns keinen Sinn macht, das zu machen. Weil du müsstest einen Vorverkaufspreis von 40 Euro nehmen. Und das zahlt halt keiner. Das ist halt Quatsch. Ich glaube, im Knus, im Grünspan kostet das, glaube ich, 20 oder so oder 15. Und das kannst du nicht machen. Also 40 Euro ist einfach too much. Ich hätte es geil gefunden. Sei doch ein bisschen fantasievoll. Sag doch einfach, ja, wie funktioniert das? Dann hätte ich mich Derry gefragt, ob sie nicht Lust hätte, einfach mit dabei zu sein. Erst spielst du halt deinen sehr melancholischen und verträumten Singer-Songwriter-Kram und dann haust du den Leuten aber richtig auf die Fresse. Ja, das wo man vorher halt einfach mit dem Hut rumgeht und während du spielst und man sagt so, wer möchte hier auf die Fresse hauen, und der sagt, ja, das mache ich, ne? Der packt dann ein 20 im Korb und dann machst du die alle platt. Dafür, so. Ja, müsste man ein bisschen trainieren, aber... aber Bock hätte ich schon.
Ihr habt gerade gesagt, Brooklyn ist so, wie soll man sagen, Brooklyn ist ein gefährliches Pflaster. Ist Brooklyn so ein gefährliches Pflaster? Nein. Also es kommt drauf an, wo du bist. Natürlich gibt es Gegenden, die sind gefährlich und also man vermeidet die oder man wohnt da und dann im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich gentrifiziert. Doug Heffernan hat ja auch in Brooklyn gewohnt, ne? Ich dachte, Brooklyn ist eigentlich so ein bisschen so die alternative Schanze. Der ist das Künstlerviertel Brooklyn eigentlich, ja, ne? Ja. Jeder, der sich was auf sich hält und Künstler ist und hip ist und Cronuts. Ja, die ganzen Hardcore-Bands kamen ja damals alle aus Brooklyn. Ja. So, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, Hatebreed waren, Biohazard, Gorilla Biscuit, genau, die kamen ja alle aus Brooklyn. So. Beastie Boys. Kamen Beastie Boys aus Brooklyn? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, Hase. Oh, da können wir ja mal nachgucken. Ja, ich dachte nicht, dass Beastie Boys aus Brooklyn kommen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Und wieder 30 Leute. Ach Mensch, die kommen doch aus New York, war wahrscheinlich, direkt. Wir haben einen kleinen Jungen, der uns... Oh, was denn? Warum lacht ihr denn jetzt? Den haben wir auf dem Klo versteckt. Der wohnt auf der Toilette hier bei uns in der Astra-Stube. Der kriegt einmal am Tag was zu essen. Der hat so eine Kette dran. Das wollte Hauke sagen. Wow. Okay, cool, danke. Ihr seid Corona. Wir haben uns irgendwann mal einen angeschafft zum Podcast. Wir haben mal gesagt, wir brauchen halt hier so einen kleinen Jungen. So, der... Aber hast du dem jetzt was zu essen gegeben? Nee, heute noch nicht. Du warst doch diese Woche dran, was zu essen gegeben. Also der kleine Junge heißt auf jeden Fall Fiete und der schickt halt immer Fragen, die ich ihm eigentlich beantworten soll. Und unser Gast muss ihm die aber beantworten. Ach so, okay. Fiete fragt. Du Hauke, wofür sind die Mücken eigentlich gut? Okay, also ich würde sagen, Mücken sind wichtig für Essen, für andere Tiere, weil die müssen auch was essen und obwohl wir Mücken hassen, ist das Futter für jemanden. Ich glaube, in Brasilien oder sowas haben sie ein Experiment gemacht, wo sie die Mücken so genetisch verändert haben, dass sie keine Kinder zeugen können. Und dann gab es keine Mücken in so einer kontrollierten Studie. Und das ganze Ökosystem ist einfach zusammengekippt. Also wir brauchen sie tatsächlich. Und genau, ich glaube, es wundern sich viele Leute, wieso, weil eigentlich... mag sie niemand und deshalb haben sie auch so Experimente gemacht, aber... Wusstest du was mit sieben, was ein Ökosystem ist? Vielleicht ist es einfach direkt übersetzt. Ja, Ecosystem. Ja, einfach so die Natur, also alles, was miteinander, so Balance in der Natur. Alles ist miteinander verbunden, oder? Ist das nicht so Ökosystem? Also so. Wenn man eine Sache rausnimmt, dass alles irgendwie nicht so, funktioniert. Genau, wenn die Bienchen weg sind, haben wir ein Problem. Genau. So. Aber halt auch wenn die Mücken weg sind. Auch genau. Wenn die Mücken weg sind, bestimmt. Hast du eine Arachnophobie? Nee. Hast du eine Arachnophobie? Mega. Ey, Spinnen ist halt, also ich sag mal Langbeine, ne? Also die man so im Sommer hat. Also du weißt, was Langbeine sind? Schuster. Schuster, danke, Schuster. Das sind ja keine richtigen Spinnen. Das ist ja eher so ein, weiß ich nicht. Das ist ein Mix aus einer mutierten Mücke, die sich gleich mit einer Spinne gepaart hat. Ja, wahrscheinlich. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber wirklich Spinnen, da hört es bei mir, also ich kann auch keine Spinnen am Fernsehen sehen. Das ist immer weggucken und dann Freundin fragen, ist weg und dann ja und dann wieder hingucken. Habt ihr schon mal so eine Tarantel oder sowas auf der Hand gehabt? So eine große? Ja. Wie war das Gefühl für dich? Komisch. Also die sind so einfach mega behaart. Aber du musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel Angst hast, weil die spürt das und dann... Die spürt Angst und dann hat sie Angst und dann macht sie ihre giftigen Sachen. Oh. Dann macht sie so ihre giftigen Sachen. Aber warte, Schuster sind das die Teile, das sind so Klumpen mit so langen Beinen? Genau, ja, genau. Du hast so einen kleinen Punkt und dann hast du halt so ultra lange Beine. Ja. Die heißen auf Englisch Daddy Long Legs. Ah, oh, viel schöner. Wie heißen die? Daddy Long Legs. Daddy Long Legs? Ja. Viel schöner. Und du heißt doch Cat Daddy. haben wir heute schon herausgefunden, dass Daniel sein neuer Spitzname Cat Daddy ist. Ach so. Daddy Long. Weißt du, wer ich dann bin? Ich bin dann Daddy Longleg. Ja, das stimmt. Oh, ich habe wirklich lange Beine. Unsere Katze frisst die immer. Die Schuster? Ja. Daddy Longlegs. Ja, also die meckert die halt so lange von unten an, die kommen natürlich nicht runter. Also hält man dann halt die Katze hoch nach oben und dann haut sie die halt runter und dann frisst die auf. Das ist super. Wow. Ja, die kommt ja nicht oben an die Decke. Es ist eine Katze, die kommt doch überall hin. Nein, die kommt nicht oben an die Decke. Die meckert dann so lange, bis sich einer erbarmt und sie hochhebt, weil ich habe auch keinen Bock, dass die Katze eine halbe Stunde darum rummeckern ist, wenn ich da irgendwie beim Fernsehen gucken bin. Dann hebst du deine faule Katze nach oben, damit sie an den Schuster kommt, um den Schuster runterzuschlagen? Genau. Und dann spielt sie. Was für eine uneigenständige Katze ist denn das? Wie soll denn bitte die Katze oben in die Ecke der Decke kommen? Hast du noch niemals eine Katze gesehen, die richtig durchgedreht ist? Ja, aber wo du dann immer so, buh, machst und dann auf einmal läuft die halt so
Matrix-mäßig an der Wand längs und einmal nach oben auf der Decke und dann kommt sie halt unten an. Und dann steht sie halt ganz starr und meckert dich halt an. Sowas, also ich weiß genau, was du meinst. Das würde bei unseren Katzen, also er würde genau, also wenn man das machen würde, buh, er würde vielleicht wegrennen, aber er würde dann wahrscheinlich schon an der Wand, bei der ersten Berührung mit der Wand einfach umkippen. So. Und bei ihr wäre das so, du würdest buh machen, sie wird sich umdrehen, dich angucken und dann wahrscheinlich sowas sagen wie, Alter, hast du sie noch alle? Die wird sich gar nicht bewegen. So überhaupt nicht. Das sind Hauskatzen. Das sind faule, faule Hauskatzen. Hast du eigentlich Heimweh? Ja. Guter Übergang, finde ich. Ja. Was fehlt dir? Die Berge. Ja, und die Stadt. Die Freunde. Was ist denn so der große Unterschied jetzt, wenn du die beiden Städte miteinander vergleichst? Ich muss ganz ehrlich, ich war noch niemals in New York. Wow. Ich war noch niemals in New York. Ja, ich habe gemerkt, jetzt, wo ich hier bin, dass es mich stört, in einer flachen Stadt zu wohnen. ich bin gerne in den Bergen und am Wandern und so. Und das ist in New York einfach eine Stunde von der Stadt entfernt. Kannst du halt hochklettern. Und es gibt ganz viele Seen. Und ja, die Natur ist halt mega schön. Das vermisse ich sehr. Obwohl die Stadt auch flach ist, kommt man da schnell raus und hier ist der Wald auch flach. Dann muss es einem ja das hier ja ziemlich irgendwie, das kommt ja so ein bisschen vor wie Dorfprovinz wahrscheinlich, oder? Ja. Sehr gut, ja. Da musst du mal mit Hauke nach Himmelpforten fahren. Da, wo Hauke herkommt. Oder? Auch dörflich, ja. Es hat ja auch... Aber ich finde es immer noch witzig, wenn man aus solchen Städten kommt wie London oder aus Istanbul und man denkt halt so, wow, was ist hier los? Und vorher hat man noch dieses Gefühl gehabt in Hamburg, oh, geht mir alles auf den Sack, die Leute, alles ist so eng, ne? Und dann kommst du halt hier wieder und denkst halt nur so, oh, was für eine Ruhe. Mann, ist hier Platz. Mann, ist hier Platz, sind die Leute ruhig hier alle. Mann, ist hier Platz. Und dabei sind wir, glaube ich, die zweitbevölkerungsreichste Stadt in Deutschland. Mhm. Nummer eins ist Berlin. Warum denn nicht Berlin? Ja. Warum nicht Berlin, Derry? Ja, ich mag Berlin, also weiß nicht. Bin ab und zu da. Hab mich da auch mit Corona infiziert. In Berlin? In Berlin. Ja, geil. Warst du auf einer illegalen Bergheim-Rave-Party? Genau, ja, die also ganzen Raves. Tja, was kann man tun? Nein, ich trinke nicht, deshalb gehe ich auch nicht auf Raves, weil das ist irgendwie... langweilig. Hattest du einen schlimmen Verlauf? Nee, ich hatte so 3-4 Tage, das war uncool, also so, als ob ich vom Lastwagen angefahren wurde. Und dann, ja, einfach diese komischen Symptome, also so Insomnia, also Schlaflosigkeit, wochenlang und ja, einfach so, dein Gehirn funktioniert einfach nicht normal. Einfach eine E-Mail zu beantworten, dauert einfach Stunden und du sitzt da und schaffst einfach gar nichts. Aber... ja, ich hatte jetzt keinen Geschmacks- und Geruchsverlust und ja, was noch? Atmen also, und so ging genau, das? Ich hatte nichts mit der nichts. Lunge. Ist echt verrückt, wie die Verläufe sind, ne? So Schlaflosigkeit habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Also überhaupt noch gar nicht. Ja, das ist also für Frauen in meinem Alter, dass man halt einen milden Verlauf hat und dann wochenlang noch so andere Symptome, also Schlaflosigkeit, Depression, Anxiety, alles mögliche, gehirnmäßig, so dieses Brain Fog. Ja, unsere Immunsysteme sind halt mega am Kicken. Okay. Und dieses, du schaffst nichts, war das einfach vom Kopf her oder vom Kopf, also vom Kopf her oder vom Körper, das ist einfach, ich kann meinen Arm nicht bewegen oder wirklich vom Kopf, nö, geht genau, also nicht. Die Schlappheit ist jetzt weg, das hat auch lange gedauert, aber jetzt ist nur noch kopfmäßig, also Konzentration ist schlecht, sehr schlecht. Krass. Ja, Gedächtnis auch ziemlich uncool. Wie lange ist das her, wenn ich fragen darf? Das ist jetzt fast 2 Monate her oder über 1 Monat auf jeden Fall. Oh, krass. Bist du schon raus oder bist du immer noch teilweise, merkst du noch, dass du drin bist? Ja, also mit diesem Brain Fog bin ich schon noch ein bisschen drin und Konzentration, aber sonst alles okay. Also körperlich Schlappheit und so habe ich jetzt nicht mehr. Achso, und ich habe gestern gelernt, dass meine Stimmbänder durch Säure verätzt sind, weil ich muss nämlich die Vocals aufnehmen für das Album und das geht jetzt nicht, seitdem ich Corona hatte, weil meine Nebenhöhlen halt zu waren. Und genau, jetzt habe ich irgendwie so ein Säureproblem. Jetzt muss ich erstmal so
Vitamintropfen und alles Mögliche und dann hoffentlich kann ich nächsten Monat das alles einsingen. Ach scheiße. Okay, du nimmst jetzt ein Album raus. Wo bringst du es raus? Also nimmst du es mit wieder rüber in die Staaten und bringst es da raus auf einem Label oder nimmst du dein Netzwerk, was du jetzt gerade hier kennengelernt hast, um zu sagen, okay, das ist das Album, was ich hier in Hamburg geschrieben habe, das kommt auch hier raus? Ja, es kommt ja international raus. Das ist ja nicht Land, also man muss sich ja nicht mehr auf dem Land, man muss keine Entscheidung treffen darüber, weil das alles sowieso im Internet läuft. Also ich mache jetzt keine CDs oder sowas. Du machst nur eine digitale Veröffentlichung? Nur digital, ja. Und mit wem machst du? Also mit welchem Label oder machst du es eigen? Ich mache es alleine, ja. War das erste auch schon alleine? Genau, das erste auch. Genau, also es gibt ja ein paar Distributors, das ist voll easy und du kannst das alles selber einfach veröffentlichen. Hattest du niemals die große Sehnsucht danach, zu gucken, ob ein größeres Indie oder ein größeres Major daran Interesse hätte? Nee. Nope. Warum nicht? Es ist halt, ich glaube, wir hatten ja auch schon das Vergnügen, dass du unseren Podcast gefeatured hast und durch die Sendung geführt hast und auch einen Song gespielt hast, wofür wir sehr viel Lob bekommen haben. Oh ja. Gefragt, wer ist eigentlich diese Künstlerin? Wer ist diese Künstlerin? Ah. Und ich von mir aus sage, ich sehe da sehr viel Potenzial. Ne? So, und auch anhand der Leute, die du halt gerade kennengelernt hast, sind da ja auch so, ja, ich sehe da sehr viel Potenzial. Ne? So, und du bist jetzt gerade so, ja, ach nö. Mache ich alles selbst. Glaubst du nicht an dein eigenes Potenzial oder ist es dir wirklich wichtig, dass Musik nicht so einen großen Stellenwert einnimmt? Es ist mir eher wichtig, dass ich alle Entscheidungen selber treffen kann und ich möchte mich nicht an ein Label binden, wo die mir irgendwas sagen, das ich dann tun muss. und klar, also ich möchte unbedingt nur Musik machen und nichts anderes und am liebsten auch schreiben. Also das, was ich mit meiner Zeit am meisten mache, ist schreiben. Es muss ja nicht alles für mich selber sein, sondern ich schreibe auch gerne für andere Menschen und würde das mega gerne tun. Bin halt auch mit Musikern aufgewachsen durch meine Mom und andere Menschen und habe einfach nur von anderen gelernt, dass Labels, also niemand, den ich kenne, hatte eine gute Erfahrung damit und ich glaube, das macht mir schon Angst. Natürlich gibt es Menschen, die damit Glück hatten und irgendwie coole Labels hatten, wo die also komplett Creative Agency haben, aber ich kenne fast niemanden. Und also auch Freunde, die ich habe zu Hause, die mit Labels sind, die können sich nicht selber auswählen, was sie auf ihrem Instagram posten zum Beispiel. Das wird denen vorgegeben und auch denen wird auch gesagt, dass sie es runternehmen sollen, wenn es nicht gemocht wird von dem Label. Und also diese Kontrolle, da habe ich einfach keine Lust drauf. Es geht hier um die generelle Kontrolle. Also genau. Nicht nur um die musikalische Kontrolle, genau. Sondern auch, wer ist die Künstlerin Derry eigentlich? Dass du sozusagen das Recht hast, wenn du Bock hast, ein Kochrezept auf deinem Instagram-Kanal zu machen, dass du das halt auch machen darfst. Genau. Ah, okay, alles klar. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht an Management oder an was anderem uninteressiert bin. Also da, es gibt ja schon andere Sachen, die interessant werden, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was in dieser Welt noch ein, außer so Connections und Geld, ist ein Label auch weniger hilfreich heutzutage. Ich weiß nicht, ich glaube, das ganze System muss irgendwie erneuert werden. Du glaubst, das System muss erneuert werden? Ja. Warum? Wenn du möchtest, darfst du es auch auf Englisch sagen. Ja, ich quäle mich hier durch. Das ist eine gute Übung. Ja, ich weiß nicht. Also die Musikwelt hat sich ja so viel verändert und Streaming ist in die Welt gekommen. Und wie Leute ihren Bezug zu Musik haben, hat sich mega verändert. Also so viel hat sich verändert und die Labels halt nicht. Also ich weiß nicht, die sind halt nicht damit gewachsen zum größten Teil. Und also es gibt ein paar, die ich auch interessant finde und die verfolge ich auch ein bisschen, was die machen. Generell so die Großen, ich wüsste jetzt nicht, also die machen zum Beispiel noch Websites für Künstler. Also ich kenne jetzt einen und der arbeitet bei einem Label und macht die Websites für die Künstler und das kann jeder bei Squarespace einfach selber machen. Also das sieht jetzt nicht so heftig programmiert aus, dass man dafür das Geld, also ja, auf jeden Fall, es gibt verschiedene Aspekte, die, wo ich denke, das müsste alles irgendwie neu gemacht werden. Du meinst, die Labels sind nicht so mit der Zeit gegangen, sozusagen? Ja, ja. Was ist das erste Album, was du dir gekauft hast? Weiß ich gar nicht. Hast du dir schon mal jemals ein Album gekauft? Ja, klar. Also das, woran ich mich jetzt erinnere, das war bestimmt nicht das erste, aber die erste CD, die ich gekauft habe, war so eine Mix-CD von, die hieß Magnum. Und das waren irgendwie ganz viele verschiedene Songs. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war.
Aber ich habe das auch, ich habe da auch immer meine Kassetten, so meine CDs, so Mixtapes gemacht. Aber wir hatten auch ganz viele Alben von meinen Eltern. Bestimmt habe ich einfach da viel zugehört. Also ich habe da viel Bob Marley und Buena Vista Social Club und Led Zeppelin und Elvis gehört. ich habe auch während meiner Schulzeit Querflöte gelernt, wegen einem Song von Jethro Tull. Wie heißt er noch? Hatten wir sogar letzte Woche als Thema. Ian Anderson. Ian Anderson. Ian Anderson mit auf seinem Bein. Genau. Deswegen habe ich Querflöte gelernt. Was war denn dein erstes Album? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, was meine erste Maxi gewesen ist, die ich mir selber gekauft habe, war von Erotic, Fred Come to Bed. Meine erste Vinyl-Single, das war das erste, was ich hatte, war von Cyndi Lauper, Time After Time. Time After Time. Von meiner, meine Tante mir das geschenkt? Ja, meine Tante hat mir das geschenkt. Oh, was für ein großartiger, schmalziger Song. Ich finde den gar nicht schmalzig. Der ist mega schmalzig. Nee, ich finde den nicht schmalzig. Ich muss halt die ganze Zeit denken, bei Time After Time muss ich die ganze Zeit irgendwo an eine Weihnachtsfeier denken, wo halt alle um 3 Uhr so besoffen sind, dass die Sekretärin vom Chef richtig hart angetrunken oben auf dem Tisch steht und mit irgendwie mit ihrem Schuh so tut, als wenn sie ein Mikrofon hätte und dann Time After Time halt singt. Aber richtig schräg. Das ist so für mich. Das sehe ich auch. Echt? Ja. Finde ich gar nicht, weil der Song halt von Cyndi Lauper kommt. Das ist einfach so das Ding. Also ich finde den null schmalzig, weil er halt von Cyndi Lauper kommt. Und die sehe ich halt nicht als schmalzig an. Weiß ich nicht. Da muss man ja auch die Musik von dem Künstler trennen irgendwie. Ja. Ich finde, es ist ein schmalziger Song. Ja, was ist denn für dich ein schmalziger Song? Creed with Arms Wide Open. Das ist für mich ein schmalziger Song. Ein ekliger, christlicher, schmalziger Song. Ja, nehme ich an. Weil schmalzig muss ja nicht gleich Liebesscheiße sein. Es kann ja auch so schmalzig sein. Also du meinst so einen Song, der dich so richtig... Ja, der dich so einlullt. Einlullt. Ja, und dann das macht er. Das ist ganz eklig. Wie so ein großer Basketballspieler, der halt schon ganz, ganz, ganz lange Basketball gespielt hat und der komplett durchgeschwitzt genau, ist. Genau, ja, und sich einschleimt. Dann nimmt er sich so. Ja. Und am besten noch voller Nacktschnecken ist und dann so... Ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Song am Radio höre, weil ich einfach sofort dieses Video im Kopf habe, wie er da alleine auf diesem Berg irgendwo in der Wüste steht. Ich denke, was macht er denn da eigentlich? Er trägt sein Feinripp-Shirt. Ja, aber das... Ach, oh, stimmt, der hat ein Feinripp-Shirt an, weißes, ne? Stimmt, hast recht, ja. Immer ein weißes Feinripp-Unterhemd. Das musstest du, 90er Jahre, das musstest du haben. Oh, das musstest nee. Du bist ein Kind der 90er oder ein Kind der 2000er? 90er. Der 90er? Mit welcher Musik verbindest du deine Teenagerzeit? Ja, das, was ich gehört habe, war halt Dashboard Confessional, oh, Death Cab for Cutie. Oh, das ist auch sehr schmalzig, muss man auch mal sagen. Ja. Also vor allem Dashboard Confessional, dieses MTV Unplugged Live Album, was die mal rausgebracht haben. Spotify hat das jetzt gerade, musst du mal reinhören. Da sind, glaube ich, 98% Frauen im Publikum und 2% Männer, die auch nur mitgekommen sind, wahrscheinlich, weil ihre Frauen die da hingezogen haben. Wow. Und die sind immer, also das ganze Publikum ist immer lauter als er, die ganze Zeit. Und die singen halt auch wirklich komplette Passagen mit und du hörst nur Frauen und du hörst halt, dass die halt auch weinen. Das ist so krass. Dieses Unplugged-Video ist halt auch so geil. Es geht irgendwie eine Stunde 20 oder so und die ganzen Frauen, die da sitzen, erstmal himmeln die den Typen an, als gäbe es nichts Besseres als diesen Typen und die fangen grundsätzlich an zu heulen. Ich meine, ich kann es verstehen, der Typ ist Hammer. Also sorry, also ich finde den großartig. Aber das er sieht doch sexy aus. Er ist super sexy auf jeden Fall. Ist ein heißer Typ, du. Aber Dashboard Confession ist auch richtig schmalzig. Auf jeden Fall. Der hat so richtige schmalzige Songs. Aber auch nicht schlecht. Also nicht schlecht, gut schmalzig. Hast du schon mal auf einem Konzert geweint, weil es so schön gewesen ist? Nicht geweint. Ich weine sowieso viel zu wenig leider. Aber ein Konzert, wo ich wirklich so die Zeit einfach verloren habe sozusagen, ist von Ari Hast. Aber den kennt man leider nicht so. Ari Hast? Ari, ja. Der hat auch auf meinem letzten Album gesungen. Das ist ein Freund geworden und der ist einfach mega talentiert. Und ein junger, kleiner Künstler aus New York? Nicht jung und klein, sehr groß. fast 2 Meter. Und ja, also der ist jetzt, oh Gott, wie alt ist der? 40? Daniel, wann hast du das letzte Mal auf einem Konzert geweint? Puh, da muss ich tatsächlich echt nachdenken. Ich will nicht sagen nie, weil das ist auf jeden Fall nicht richtig. Wo ich auf jeden Fall geweint habe, war die letzte Microboy-Show, die wir gespielt haben. Und der letzte Song, das Ganze, ich glaube, wir haben alle das ganze Konzert übergeheult. Also unser Techniker, unser Backliner und ich, also wir standen irgendwie die ganze Zeit nur an der Bühne und wussten, okay, jetzt ist das Ding hier zu Ende. Und
da wurden die Songs halt dann nochmal emotionaler, als sie sowieso schon waren. Und dann nach dem letzten Song sind wir halt alle auf die Bühne und haben halt sich halt umarmt. Und da war halt sehr viel Rumgeweine auf jeden Fall. Ich habe bei Sigur Rós geweint. Wow, ja, das Konzert, das ja. Da haben sie die Takt gespielt und das war voll der krasse Moment. Da haben die vor so einem riesengroßen, weiß nicht, Vorhang standen die, dann waren halt nur die Schatten da und dann fing der erste Song halt einfach einen Takt an und dann dröhnte der Bass halt auf einmal so rein, dass nur die Bassfrequenzen es innerlich bei mir ausgelöst haben, dass ich geweint habe. Nicht vor Freude oder vor Glück, sondern einfach, weil die Frequenzen so brutal warm, aber gleichzeitig auch erdrückend gewesen sind, dass ich auf einmal, oh, ist das schön. das war richtig krass. Ich meine, das war auch ein wahnsinnig Konzert. Wow. Und wer Sigur Rós live sehen kann, sollte es auf jeden Fall tun. Ich würde nochmal 50, 60, 70, 80 Euro dafür ausgeben. Die waren auf dem allerersten Konzert, was sie auf dem Hurricane gespielt haben, haben die nachts um 1:30 gespielt, die kleinen Isländer, und haben in so einem kompletten Kinderchor mitgebracht damals. Das fand ich total absurd, nachts um 1:30 von den ganzen Besoffenen, die auf dem Hurricane gewesen sind, dass sie da halt so einen Kinderchor von, weiß ich nicht, 10, 15 Jungs und Mädels, die alle so zwischen 12 und 16 waren. Und dann die ganzen Leute da unten halt alle so alle halb besoffen und mussten sich erstmal drauf einlassen, was das eigentlich ist. Was ist eigentlich Sigur Rós? Und alle kamen halt erst raus, so, was war das eigentlich gerade? Man dann einfach erstmal so, ja, wir gucken, was wird passiert. Und da haben die halt angefangen und auf einmal nach dem Konzert waren alle so dermaßen geflasht und so emotional berührt, dass sie halt die Fresse gehalten haben und rausgegangen sind und nichts mehr gesagt haben. Wahnsinnige Band. Wow. Das ist eine Band, wo ich nie rangekommen bin. Kann ich verstehen. Leider. Ja, die habe ich in Queens im Forest Hills Stadium gesehen, draußen. Das war auch mega schön. Ich finde das so schade, weil alle diese Bands so abfeiern und ich kann mit der halt nichts anfangen. Wir gehen da nochmal live hin. Wir gehen da nochmal live hin. Wir gehen da nochmal live hin. Jetzt dürfen wir ja wieder. Hast du ein Live-Konzert in der nächsten Zeit? Also ein wirkliches Live-Konzert? Weil bis jetzt in Hamburg warst du ja unterwegs, meistens immer nur im Streaming, oder? Nee, live nicht. Wieder nur Streaming. Streaming-Konzerte. Aber vielleicht ja im Schrödingers. Ja, wir sind ja noch am Planen dran. Ah, dass du Support spielst. Genau. Wir müssen noch gucken, für wen. Das soll ja auch passen, das soll ja auch schön sein. Wir tun mich hier alle in Hamburg so viel dafür, dass es dir richtig, richtig schwer fällt, wieder zurück nach New York zu gehen. Ich merke das auch sehr. Merkst du das? Wie viel Liebe und wie viele Jobs und wie viel Aufmerksamkeit du gerade bekommst. Ja. Und alle sagen so, bleib doch noch ein bisschen, Dani, bleib doch noch mal. Ich war Montag auch im Studio, also nicht, wo ich normalerweise im Studio bin, und wurde da auch zugedeckt und mit Kissen. Und also ich bin da wirklich eingeschlafen und es war einfach so schön. Und habe da auch ein bisschen Klavier gespielt und ich glaube, da wollten auch alle einschlafen. Ich schlafe selber ein und ja. Warum mögen Leute Derry? Weil sie einschlafen. Ich weiß nicht. Alle werden müde. Geil. Hattest du nicht so ein Einschlafproblem, Daniel? Ich hatte ein riesen Einschlafproblem, aber dafür habe ich ja dann meine schönen Tropfen bekommen, die auch geholfen haben, die ich aber jetzt seit drei Monaten nicht mehr nehme, aber wieder schlafen kann. Also es hat dann geholfen irgendwie, dass ich halt wieder einpennen kann und auch durchschlafen. Ich stehe nachts halt Minimum dreimal auf und trinke was. So, das ist halt normal. Aber ich penne aber sofort Wasser, wieder ein. Wasser, wollte ich nur sagen. Wasser. Ja, Wasser. Ja, klar. Ja. Nee, natürlich Wasser. Und penne halt wieder ein. Aber die brauche ich nicht mehr. Das ist voll gut. So, einschlafen und durchschlafen funktioniert wieder. Das Problem, was ich jetzt seit 2 Wochen habe, ist, dass wenn meine Freundin morgens abhaut und zur Arbeit geht, kommt sie halt immer noch rein, gibt mir einen Kuss und sagt Tschüss. Und normalerweise konnte ich danach sofort wieder einpennen, umdrehen, schlafen. Und seit 2 Wochen gar nicht. Ich bin hellwach. Das ist vollkommen schrecklich, weil 7:30, ich stehe um 8 Uhr auf und 7:30, die halbe Stunde, die nervt mich halt tierisch, dass ich die nicht mehr habe. Du bist ein ganz anderer, unausgeglichener Typ deswegen. Ja. Nee. Was? Ja. Und es kommt ja auch nicht in Frage, zu sagen, so, ja, bitte mach das morgens nicht mehr. Weißt du, das ist ja auch scheiße. Ja, was denn? Ist das so? Dann startet mein Tag gut. Ich bin ein Beziehungsmensch. Du weißt gar nicht, wie süß ich bin. Nee, weiß ich eben nicht. Nee, genau. Ich krieg ja auch meistens von dir halt immer nur die halb gut gelaunte Seite ab. Ja, stimmt. Aber das ist ja auch in Ordnung. Dafür gleichen wir uns ja halt auch aus. Wir sind nämlich halt auch ein Paar. Okay. Innerhalb. Über einem Jahr. Seit einem Jahr sind wir ein Paar. Wow. Ein Podcast-Paar. Podcast-Paar, ja. Genau ein Jahr? Nee, wir sind jetzt zusammen seit April, seit dem 16. April sind wir zusammen. Ja, seit dem 16. April sind wir ein Pärchen. Ja, ich verbringe mehr Zeit mit dir als mit irgendjemand anderen im Austausch. Aha, erst mal eine Freundin, dann du. Ja, stimmt.
Ja, wir wohnen ja halt zusammen. Das ist ja ganz klar. Aber ihr redet halt nicht mehr so viel, wie wir miteinander reden. Oh, das stimmt nicht. Ich rede sehr viel. Ach so, ich wollte noch vorhin sagen, dass ich geklaut habe. Ich habe darauf gewartet, wann das kommt tatsächlich. Genau, ich wollte es nicht vergessen. Und habe danach gelernt, das, was ich geklaut habe, war eigentlich umsonst. Was hast du denn geklaut und wo hast du es denn geklaut? Das war irgendeine Aktion bei Budni. Und ich war mit einer Freundin, wir haben am gleichen Tag Geburtstag und wir dachten, ich glaube, wenn man 14 ist, ist man oder 15? Ab 14, glaube ich. Ab 14 ist man, genau. Und da dachten wir, da müssen wir davor dem Tag halt noch was klauen, damit wir haben so einen Challenge-Tag gemacht und dachten, wir machen einfach so weird Sachen. Haben uns, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, irgendwie so richtig, so eine ganze Packung Kaugummi reingehauen, als ob das irgendwie so eine heftige Challenge wäre. Und haben dann halt irgendwas bei Budni, ich weiß nicht, das war irgendwie so Budni-Bälle oder irgendwie so irgendwas Kleines. Und das hat sich dann herausgestellt, das war halt so eine Budni-Aktion, das war gratis eigentlich. Mega aufregend. Ja. Totaler. Ich hab eine Aufgabe. Okay. Und zwar, wie kommen wir aus dem Podcast raus, indem ich das Spiel Kackvogel einleite. Das Spiel Kackvogel funktioniert so. Ach so, um zu sagen, Kackvogel ist eine Beleidigung. Okay. Also du kennst nicht Kackvogel? Man sagt so, du blöder Kackvogel. Okay. Kackvogel, also ja, also nett hört es sich nicht an. Shitty Bird. Shitty Bird. Boah, was eine scheiß Übersetzung. Du Shitty Bird, du. Shitty Bird and Long Leg Daddy. So, Kackvogel funktioniert so. Ich würde jetzt so sagen, ein Schimpfwort sagen. Und Daniel müsste auch ein Schimpfwort sagen, was er kennt. Mhm. Aber das Schimpfwort muss mit dem letzten Buchstaben meines Schimpfworts anfangen. Oh Gott. Du darfst auch auf Englisch. Okay, das ja. Okay. Kackvogel. Kackvogel. Mistkerl. Loser. Ich denke mir nur Wörter aus. Radiologe. Du oller Radiologe, du. Wow. Du Ekel. Lustmolch. Hassmensch. Hassmensch. Du alter Hassmensch. Wieder Haar, ne? Ja. Ja, wieder Haar. Hurensohn. Ich wusste, dass du das sagst. Sag's. Nutte. Ente. Ich finde, sie hat die beste Beleidigung, weil es überhaupt keine Beleidigung sind, aber man sollte sie einführen. Du Radiologe. Esel. Das zählt. Langhaariger Bombenleger. Das zählt in einem. Gehört Rassist dazu? Voll. Ja, voll. Okay. Rassist. Tittengrabscher. Oh, wieder R. fällt aber nichts mit R ein. Radiologe. Ich finde Radiologe so geil. Wie könnte man dich beleidigen? Ja, dafür muss man jemanden richtig gut kennen und dann, ja, stimmt. Kenne ich mich selber so gut? Nee. ich glaube, also es ist nie schön, wenn jemand sich über deine Intelligenz lustig macht. Ich glaube, das fühlt sich nie geil an. Ob ich jetzt so self-confident mit meiner Intelligenz bin, weiß ich auch nicht. Wo ich sagen kann, nee, das tut nicht weh. Ja, vielleicht. Wie gesagt, immer wenn es dir schwierig fällt, kannst du auch auf Englisch antworten. Ja. Es ist komisch einfach. Probier einfach die Frage oder eine der Fragen in Englisch zu beantworten. Okay. I definitely think someone calling me out on being unintelligent for a specific thing that I said is probably quite hurtful, because I think anytime somebody calls you out on something that's not in a way of calling you in, where it's they're teaching you something and they're saying, hey, you made this mistake, you should say it this way, or maybe you didn't consider this, or in a way where you're actually learning something instead of being like, oh, that was really dumb, you're just an idiot, then it's like an easy way out. It's not, yeah, that
becomes more hurtful than someone being like, hey, you made this mistake and you can learn something if I tell you this is how it could be. Finde ich auch. Ich glaube, wenn man sagt, du bist dumm, ist es ganz schön hart. Ich habe auch zu meiner Freundin schon mal aus Witz gesagt, oh, bist du dumm. Weißt du, also so einfach so als blöden Spruch. Und das habe ich auch bestimmt schon mehrmals gemacht. Und ich weiß genau, dass ich das nicht so meine. Sie weiß das auch, aber es trifft sie trotzdem jedes Mal. So, das ist total schlimm. Und ich finde das auch jedes Mal total kacke, dass ich das mache. Aber das rauszukriegen ist super schwer, weil ich es ja eigentlich nicht böse meine, weißt du? Aber wenn sie das mit mir machen würde, wäre ich genauso, also würde ich auch denken, so, echt jetzt? Ja, so dumm bin ich ja gar nicht. Ja, das ist irgendwie so dismissive. Also es ist nicht richtig durchdacht, wo... Ja. Ja. Es ist halt so einfach, weißt du? Es ist super einfach zu sagen, du bist dumm. Ja. Anstatt irgendwie zu sagen, was dich gerade wirklich nervt. Vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst und mit uns Stunde verbracht hast hier in der Astra-Stube. Und uns mitgeteilt hast, dass du ja noch die nächsten 2-3 Jahre noch weiter hier in Hamburg bleibst und noch weiter Hamburgerin bist. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass noch viele, viele andere Leute erkennen oder dein großes Talent erkennen, was halt schon ein paar gesehen haben. Und ich glaube, das geht dann halt los, wenn die Live-Situation halt wieder am Start ist. Ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn du noch ein bisschen hier bleibst. Das erhält. Ich auch. Ja, das erhält. Wir würden uns beide freuen. Das erhält gerade so ein bisschen die Hamburger Kultur. Wow. Es ist ein bisschen groß angesetzt, ne? Es ist groß angesetzt, aber finde ich gut. Setz das mal ruhig groß an. Okay, setz dich groß an. Ich habe halt ein bisschen Angst, weil wenn ich es klein ansetze, kriege ich nachher mit der Multi-Forest richtig auf die Fresse. Deshalb soll ich hier bleiben, oder? Damit wir uns kloppen können. Ja, das will er nämlich. Das Ding ist halt, erst wenn wir uns richtig gekloppt haben, darfst du gehen. Okay. Also, wenn du dein Rückreiseticket hast, ne, dann kommst du nochmal an und sagst halt einfach, ey, Hauke, wenn wir dann im Ring stehen, hast du dann, haben wir dann halt hier, na, wie heißt das, so Sparingsklamotten halt an? Also ja. schon Helm und irgendwie. Ja, also ohne würde ich nicht, mich wahrscheinlich nicht kloppen. Okay, alles klar. Nur so eine Frage, kann ja auch sein, dass du halt irgendwie mit bloßer Hand. Ja. Also als Musikerin ist das einfach unschlau. Ja, sehr gut. Hab ich mir auch gedacht. Gut, dann kriege ich auf die Fresse. Daniel kriegt zu Hause auf die Fresse. Meistens. Derry gibt nachher auf die Fresse, wem auch immer. Und Du darfst dir zum Schluss, wir haben eine wunderbare Playlist, du darfst dir zum Schluss noch Songs auf unsere Playlist wünschen. Und da du jetzt spontan kommst, kannst du das noch dir ein wenig überlegen. Okay. Und Hauke fängt einfach mal an. Oder Hauke muss auch noch überlegen, dann fange ich an. Wo wir gerade bei 80er, 90er waren, ich wünsche mir einmal von Pat Benatar Hit Me With Your Best Shot. Dann von Ugly Kid Joe Everything About You, großartiger Song. Noch großartiger als Ugly Kid Joe ist Blurry von Puddle of Mud. Boah, Alter, Blurry von Puddle of Mud. Ey, Blurry ist ein Mega-Song. Ja, ey, gut. Alter, ja. Ne, so bitte. Und weil heute ein sehr trauriger Tag ist, weil heute ein guter Mensch, nicht heute, aber ein guter Mensch von uns gegangen ist, von einer wunderbaren Band, von Pale, wünsche ich mir von Pale I Want You Back. Ich würde einfach nur von IMX I Come With Knives. Von DMX? Nein, IMX. Okay. Und von DMX wünsche ich mir noch. Du kennst keinen Song von DMX. Warte, nein, scheiße, ich wollte gerade sagen. California, das kommt von Tupac Shakur. Ich wünsche mir X von Exhibit. Oh, gut. Exhibit, geil. Da hat er richtig einen raus. So. Der Gangster. Ich muss mir was wünschen. Ja. Du darfst dir wünschen, was du willst. Ja, weil ich das vorhin erwähnt habe, wahrscheinlich Locomotive Breath Jethro Tull. Ey, und was ist dein Lieblingssong von dir? Welchen sollten wir von dir aufpacken? Von mir? Wo würdest du sagen, das ist Derry? Grandmother von mir. Okay, alles klar. Finde ich gut. Gute Nacht, wir hören uns später. Genau, wir hören uns später. Ich, Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, das Schrödingers hat ja Open Airs. Wir haben Konzerte. Und wenn ihr das jetzt hört, ey, geht doch einfach mal auf die Astra-Stuben-Homepage und guckt euch die ganzen Termine an. Im Juni haben wir zum Beispiel Moritz Neumeier. Whoop, whoop. Und Kult haben wir noch. Und Schreng, Schreng und Lala. Und Fluppe. Und Joe Stray, High Spencer, Kapelle Petra. Kampf der Mio, Künste. Wie sie alle heißen. Mio, wie sie alle heißen. Geht auf die Seite, kauft euch verfickt nochmal Tickets. Und irgendwo wird auch Derry mit dabei sein. Ja. Yay. Also, tschüss. Tschüss. Ciao.
Es war mal wieder ein nicer Podcast mit Derry, einer tollen Künstlerin. Und auch Hauke und Daniel haben mal wieder geglänzt. Manche von euch ahnen es vielleicht schon, hier spricht Anni von Baked Cat. Ich weiß. Ihr wartet alle noch gespannt darauf, die Rätselauflösung zu erfahren. Die Antwort auf das bisher gut behütete Geheimnis findet ihr zur Feier der Podcast-Folge auf unserem Instagram-Account Baked Cat Official. Und auch nicht zu verpassen, unser Musikvideo zur Single Say auf YouTube und ganz modern, wir sind natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen zu finden mit unserer EP und der Single. Und nicht mehr lange, dann kommt auch schon eine weitere Single raus. Klingt nur nach Werbung? Ist es auch. Aber mal ehrlich, unsere Musik ist echt von Herzen und Hand gemacht. Bleibt gesund und munter. Tschüss.